Jo, weiter geht's heute mit Grid und wir machen heute weiter mit der Group 7 Legend Porsche 917-30. Los geht's. Drei Rennen, die uns heute wieder anstehen. Anfang macht Silverstone. Das zweite, wie gesagt, könnte Okotama sein, könnte aber auch in der Neapolis sein. Ich weiß es halt nicht, ich sehe es nicht im Logo. Oder sollte es dann Sydney? Aber heute wieder sechs Runden Rennen. Boah, Alter, heute ziehen sie aber richtig dran nochmal. Ich habe gerade zumindest fünf. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben Sie dran. Ja, los geht's. 2,98 Kilometer, ich habe 14, da sind wir noch 5. Wir haben es in der letzten Folge eben bekommen, von 14 und 16 rein von 2 zu fahren. Und auch das soll heute unser Ziel sein, dieses 1 und 2. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen Wundere aufpassen. Dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Eigentlich wollte ich dem ausweichen, aber es ging nicht anders. Sorry. Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Ja, die habe ich ein bisschen angepisst jetzt gerade. Die hat auch gar keinen Bock gerade auf uns. Die hat nämlich gerade dieses Kontermanöver. Wenn du mich anfängst abzufacken, geh, dann fuck ich dich auch ab. Das war nicht das erste Mal. Der versucht zwar was über zu kommen, aber hat er nicht Absicht. Also da in dem Moment, wo ich rausgehen, wo ich überholen wollte, wo ich den dann rausgezogen hätte. Jetzt gehe ich mal vorbei hier. So, das Ziel ist es halt, den Typ da vorbeizudrücken, ja, das schaffe ich nicht gerade ganz. Der Kollege wehrt sich mit seinem Auto, ich weiß nicht, was das ist. Gute erste Runde, mach weiter Druck. So, jetzt erste Runde schon mal durch. Ah, der Witz Kontakt. Was war das denn von dir, du Arschloch? Ich fahr schon mit mir neben die Strecke, um mich wegzudrücken, oder was? Also, dann kriegst du jetzt zurück. Dann kriegst du von mir den Konter. Ah, es war keine Absicht. Verschwinde, ja. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit ja, sich die Lage wieder beruhigt. Ja, diesmal hab ich ihn selber, hab ich ihn weggeschossen. Aber wer fährt denn neben... Nein, ich hab mich schon verbremst, ich war schon in die Strecke. Und der drückt... Und jetzt zieht dann mit. Ich muss ein bisschen in die Runde reinkommen. Noch vier Runden zu fahren. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Na, kriegst du noch kommen. Okay. Aber ich jetzt gerade mit der... Die Bremsen wollen nicht so, wie ich das gerade will. So, ja, der Zugkollege hat schon auf 2 liegt, das ist gut. So kann man gut einen Auftrag kommen. Ich komme aber auch nicht auf die sauber gerade nicht die Runde durch. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Ja, Runde 4 sind wir jetzt aber Halbzeit. Jetzt gibt es gleich in Runde 5, also die vorletzte Runde. Und wieder kriege ich die Runde in die Kurve hier nicht.
Wenn er auch gerade ein bisschen mehr neben der Strecke als auf der Strecke. Noch zwei Runden. Okay, Angreifen bestätigt. Die vorletzte Runde übrigens mittlerweile schon. Letzte Runde. Diesmal hat es gepasst mit der Runde. Verteidige deine Kurve. Also jetzt kann man ein bisschen die Sauberer nicht durchzukommen. Und dann doch noch auf die letzte Runde zu fahren hier heute. Verstanden. Ja. Angreifen. Ich geb's weiter. Ja, versuch nochmal. Wir schaffen es ja. Okay, es wird angegriffen. Wieder so Quersteher drin. Also das Auto, das mag mich heute gar nicht. Es zickt übelst rum. So, der Auftakt ist schon mal gelungen. Also zumindest was die Position betrifft. Das Rennen war eigentlich eine absolute Katastrophe, muss ich sagen. Ah, und das sieht auch nach der Runde aus. Ja, der war schneller als wir. Gut, machen wir weiter mit dem Rennen Nummer 2. Das wird vielleicht... Ich weiß gar nicht, was das sein könnte. Von der Strecke her. Ich hoffe nicht, dass es Okutama der ist, weil dann haben wir nämlich ein Problem, weil die Strecke, das ist eine der wenigen Strecken, wo es mir echt nicht wirklich gelingt, vorne wegzukommen. So, es ist in der Napoles übrigens. North Circuit Reversed, 3,98 Kilometer, 5 Runden lang. Das ist, glaube ich, die gleiche Strecke, die wir in der letzten Folge hatten. Wenn ich richtig komme, da hatten wir das 8 Runden drin drauf. Naja, dann schauen wir mal, wie wir ihn kriegen. Okay. Und dann haben wir das letzte Rennen danach noch mit Sydney und dann sind wir durch für heute. Aber hallo Indianapolis, Kristen, fällt dir noch was ein, bevor es losgeht? Okay. Na gut, gehen wir rein, los geht's. 14er Start, 14 und 6. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Na, ich muss ein bisschen raus aus dem Kontakt. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ah, das habe ich ein bisschen übertrieben, aber jetzt 5, das reicht zumindest nicht. Ja, das macht der letzte Kollege. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Das war übrigens auch keine Absicht, das war eigentlich nur ein... ziemlich misslückes Bremsvermögen von meinerseits. Schön beide. Oh, geht's doch nicht. So, jetzt. Aber das ist auch nur gut. Jetzt geh ich zwar mal an den letzten ran. Hab ihn. Wobei er jetzt wahrscheinlich den Konter setzen könnte. Hey, kann er nicht. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Jetzt okay, eins gerade. Angreifen. Ich geb's weiter. Okay, Angreifen bestätigt. Aber du jetzt gerade ein bisschen Ruhe reinzukriegen, dieses Rennen auch.
Aber der rutscht übelst, der Wagen. Das war leider keine gute Runde, haben wir viel verloren. Jetzt sind es noch drei Runden. Drei Runden. Ja, ist natürlich die Sonne, die das so ein bisschen schwieriger macht. Wäre jetzt auf 4. Vielleicht haben wir schon wieder doppelt sich rauszuholen, so zum Abschluss nochmal. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Angreifen. Ich gebe es weiter. Das ist eine Auto der Folge zu kassieren. Noch zwei Runden. Wie da dieses Übel zu rausrutschen. Also das Auto liegt so unruhig. Ich bin froh, dass ich in zwei Runden das Auto abgeben kann. Ich hoffe, der geht auf 3 jetzt vor, ja? Das muss man den Morgen noch gesehen. Okay, angreifen. Ich versuche es weiterzugeben. Okay, es wird angegriffen. Also sogar wenn du einmal nur anbremst oder so, der rutscht dir so weg von der Strecke. Und hier ist natürlich sogar dran, der ja, zweiterseits. Wir haben noch eine Runde und jetzt hoffe ich, dass er das nochmal hält. Er hat jetzt einmal alle aufgesnackt da vorne. Letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Das ist jetzt ein bisschen früher, dass ich nicht mehr so weit rausrutsche. Diesmal hat es gepasst. Die Sonne macht den Einlenkpunkt ja auch ein bisschen unübersichtlich. Oh. Ja, na, super. Oh, oh, das Ding ist noch nicht durch. Da ist der Teamkollege, der geht jetzt gleich vorbei auf. Der geht vorbei auf 2 vor. Auf 1 vor. Da habe ich mir das komplette Ding da wegversorgt gerade. So ein bisschen. Da passt mit. Ich kann noch mal ein bisschen. Ja, das war's. Hey, was machst du da? Das war's dann. Oder kann ich doch mal einen Kotter setzen in den letzten Kurven? Versorgt denn die Traktion mein Rennen? Ja, tatsächlich. Ich hab's versucht. Keine Antwort. Da versaut mir das Auto, also wirklich die Traktion mein Rennen und ich schmeiße mir den Sieg hier komplett raus. Das Ding hätten wir sowas von gewinnen müssen. Mann! Ärgert mich das gerade. Das hätte nicht passieren dürfen. Und das hat er mir... Das war nicht mal freiwillig. Oh, Mann, ärgerlich. Ah gut, wir haben noch einen drin. Wir haben jetzt nicht noch.
Da hätte ich gewinnen können müssen, eigentlich auf dem Rennen hier. Aber da hatte ich die letzte Runde, hatte mich dann echt nochmal mit mehreren Rutschern das komplette Rennen weggehauen und geworfen. So, letzte Rennen ist Sydney. Hier sitzt auch nochmal 6 Runden. Mal gucken, was drin ist. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger. Aber wer wird es sein? Ich bin echt gespannt. Ja, und damit sind wir punktgleich und wir müssen uns also tatsächlich in Platz 1 duellieren. Solange wir nur jeden auf Platz 11, 12 Punkte krebsen. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Hey, bleib lieber auf Abstand, sorry, damit sich die Lage wieder beruhigt. Ach, fahr doch vor mir, nicht so langsam. Für mich ist jetzt hier heute kein Geschenk. Da wir beide momentan auf gleich mit, wenn ich es richtig gesehen habe, 43 Punkten liegen. Ich mach zu, ist mir scheißegal, heute gibt's kein Team. Ach, fahr doch mal ein bisschen schneller, mein Gott. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Ich bin in der Mitte des Feldes und wird dann weggedrückt. Also dieses Auto macht mir gerade so ein bisschen, die Traktion macht mir gerade momentan ein bisschen kaputt und momentan sind wir nur auf 16. Und dadurch, dass der Teamkollege momentan noch Platz 6 steht, ist er vor uns, was das Finale betrifft. Das ist der Hau ab von mir, Alter. Geh mir nicht alle auf den Sack. Ich wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Ja, das ist mir scheißegal gerade. Ich weiß, dass sie gerade alle angepisst sind, dass ich gerade auch nicht wirklich gut fahre. Ach komm schon, ich hab doch nichts gemacht. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Okay, es wird angegriffen. Runde 3. Gutes Tempo. Du bist in der Mitte des Feldes. Ja, ich bin der Achter momentan. Der Teamkollege ist auf 6. Den muss ich auf jeden Fall heavy hinter mir haben. Und das ist noch nicht safe, das Ding hier. Wir haben es ja im letzten Rennen in Indianapolis gesehen. Da war eigentlich immer schon noch safe und dann macht es mir die letzte Polsterung echt komplett kaputt. So, jetzt ist bin ich vorbei. Hey, pass auf. Das ist dein Teamkollege. Och, halt doch die Fresse jetzt im Rennen, Jimmy. Mein Gott. Das ist doch in Ruhe. Ich versuche jetzt hier irgendwie mit Gewalt am vorbei im Zweifel. Der sagt aber auch gerade, warum soll ich dich da vorbeilassen? Und da habe ich das aber mit da vorne nicht. Das war die Hälfte des Rennens. Der fährt aber. Ach man, es wird nichts heute werden. Also sorry, das ist gerade echt. Ja. Und damit waren wir dran und damit ist das Ding eigentlich auch schon wieder gelaufen. Also dadurch, dass der Gegner noch 4 steht, ist mein Ding hier durch. Er schmeißt es mir komplett selber weg heute. Jetzt. Die Antwort ist nein. Ach, die Frage, okay. Ich muss es jetzt echt aufpassen, weil wieder jedes Mal dieses Rausrutschen in der ersten Kurve. Und der fünfte mal jetzt gleich. Jetzt sind es noch 2 Runden. Und der Abstand, momentan sind wir nur auf 12, Teamkollege auf 2.
kann nichts machen. Ich komme nicht irgendwie auf die Position, die Möglichkeit. Letzte Runde, ja, der Führer ist immer noch mit dem Kollege und das ist halt das Problem. Letzte Runde. Lass uns aus der Mitte rauskommen. Ah ja, geh mir doch das vor, Alter. Komm, hau ab. Die Antwort war, von dir lasse ich mir nichts befehlen. Na klar, lässt sich von mir nichts befehlen. Die hat angepisst auf mich. Ach, geh doch an mir, geh mal aus dem Weg, Mann. Ja, das hat er gewonnen. Ich habe keine Chance, was zu machen. Vierter Rang am Ende und damit ist das Ding gegossen. Ich finde eine scheiß Traktion die ganze Zeit, ey. Ich bin eigentlich am Anfang das schnellste Auto im Feld. Kriegst trotzdem nicht auf die Reihe. Na, ja, Glückwunsch. Scheiße, Mann. Das war das letzte Rennen, was er mir versaut hat. Das war das letzte Rennen, was er mir versaut hat. Das zweite Rennen, also hier auch die ganze Zeit, ey. Du rutschst die ganze Zeit nur raus. Bremst in die Kurve an, der gibt gar keine Bremskraft. 500 Meter weg, die Wand. Egal, wir fahren rein. Ich musste es ja auch riskieren. Auch wenn die Fahrweise natürlich nicht gut war. Aber ich musste es einfach riskieren. Und das hat er echt heute hingekriegt. Er hat es heute komplett auf die Reihe bekommen. Und das erste Mal, dass mich mein Teamkollege schlägt am Ende in der gesamten Serie. Oder eines der ersten Male, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal war. Na gut, dann bin ich froh, dass wir das Thema durch haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter hier mit dem hier.